Rückrundenbeginn, meine Lieben. Auf geht's, Hertha gegen Schalke 04. Der letztjährige Meister gegen den diesjährigen Ersten momentan, Kokorin. Wird hier gleich mal gefoult. Gibt gleich mal eine gute Freischussposition von Höger in der dritten Minute. Kann er den machen? Ich weiß es nicht. Einfach mal probieren. Na, schade. Tagt hier heute ein bisschen. Weiß nicht warum. Ja, gleich mal nachgucken. Wenn das Spiel hier vorbei ist, jetzt Höger. Wie dann? Schön zu Lasogga. Boah, mit der Hacke. Schade. Oh, schön, Kokorin. Und macht er den, macht er den? Nein! Fährmann ist da. Richtig guter Beginn hier von unserer Hertha. Richtig guter Beginn. Schade. Capurani jetzt. Rolfes. Aufgepasst, das Hund der Lada ist Raul. Kraft. Kraft ist da. Alles klar. Sörensen. Zidane. Kokorin. Schön gegen Zambrano, aber trainiert den Ball, will er da zum Dribbling ansetzen. Kommt aber nicht durch. Bis Senna jetzt. Schön an Huntela dran, nimmt ihm schön den Ball ab. Benatira, jetzt nach vorne. Zu Zidane. Macht eine kleine Drehung hier. Dann aber der Fehlpass. Da ist wieder Holtby. Raul. Bis Senna klebt ihm so ein bisschen dran, sieht jetzt die gelbe Karte, ist damit im nächsten Spiel gesperrt. Ha, früher gelbe Karte, das ist jetzt natürlich unnötig. Denn den hatten wir als Manndeckung dem Raul zugewiesen. Macht er hier ja auch. Aber der läuft jetzt halt fast das ganze Spiel über mit einer gelben Karte dem Raul dahinterher. Naja. Naja. Jetzt wird es. Mit einem Holtby. Den Torun. Das macht er super, der Holtby. Liegt nochmal quer und jetzt ist der Senna da und kann klären. Mit Fernmitteln übrigens. Da sogar. Jetzt die Seite entlang. Da sogar. Macht er hier sehr schön. Jetzt vielleicht noch eine Flanke. Wenn die jetzt noch ganz gut käme, wäre das super. Da sogar. Ja, nee. Hermann ist da. Schade. Schade, schade. So, jetzt aufgepasst. Benatira. Kokorin. Foul von Rolfes. Schon sein zweites Foul. Steht auch er vielleicht in der gelben Karte jetzt dran zu demnächst. Wäre auf jeden Fall gut so. Bis Senna. Den Ball flach. Benatira. Ja, zu Kokorin. Alexander Kokorin, der Mann. Kollarov von Manchester City gekommen. Und wir haben Eckball. Marco Höger. Wird ihn jetzt reinbringen. Ja, das ist kein großes Problem für Fährmann. Den hängt da ganz sicher außer Luft. Mir fehlt ein bisschen die Stimmung hier im Spiel. Bisschen leise. Jetzt Sapunaru. Und Zidane, sehr schön. Benatira. Setzt sich da gleich durch, die Sapunaru. Wieder zu Zidane, der gleich weiter zu Kokorin. Klasse, dann das Dribbling. Dann Rano ist da. Sörensen. Ja, Ballack, passt auf. Aber Zidane ist wieder da. Gefällt mir richtig gut hier. Bisher Lasogga. Lasogga, Lasogga! Lattentreffer von Pierre-Michel Lasogga. Bis Senna. Weiter aufgepasst, abseits. Na, sollte der Ball, glaube ich, zu einem Lasogga kommen und dann landet der Ball doch bei Kokorin, der steht da vom Abseits. Gut, jetzt Fährmann. Jetzt zum ersten Mal ein bisschen Stimmung hier, Benatira. Auf Kokorin. Auf Lasogga. Ah, knapp vorbei. Oh, Eigentor da von Kevin Trapp im Spiel Nürnberg gegen Kaiserslautern, das heißt 2-0 für Nürnberg. Chancen steht es 5-1 für uns, jetzt müssen wir nur langsam ein Tor machen. So wie die Bayern, letzten drei Spiele 20 Tore. Benatira, sehr schön hier gegen Verfahren. Das macht er klasse, hat jetzt auch ein bisschen Platz auf seiner Seite. Spielt für Kokorin, da ist noch Lasogga. Geht ins Dribbling und dann passt Ballack auf, der Routinier zu hören sind. Sie dann, sehr schön, Lasogga. Kann sich da durchsetzen. Pierre-Michel Lasogga und dann wird er doch gar gefoult. Das gibt keinen Freischuss. Jetzt nochmal langer Ball. Kommt wieder mit der Senna. Diesmal ist wieder Lasogga. Da Lasogga, Fährmann. Der Ball will nicht wirklich rein. Nächste gute Chance. Aber der Ball geht nicht rein.
Jetzt vielleicht wieder Lasogga im Angriff. Nimmt Kukurin mit. Da steht auch noch ein Zidane. Ja, der kriegt jetzt den Ball. Der spielt wieder zu Kukurin. Da kann man noch mehr draus machen, Junge. Musst du nur reinschieben. Macht aber nicht. Okay. Benatira jetzt da. Verliert den Ball. Zidane, sehr schön. War faul entschieden. Schade. Ich fand, das war eine saubere Grätsche. Jetzt aufgepasst. Zambrano spielt den Ball raus zu Bafan. Und Contento nach seiner doppelten Verletzung wieder zurück in der Startelf und macht das jetzt auch ganz ordentlich. Jetzt hier wieder Reitmeier. Ja, Schalke findet noch nicht so wirklich Drang nach vorne, ist auch nur Fünfter. Kukurin jetzt schön gegen Zambrano. Wird da gefoult. Ellenbogenstoß, Benatira. Ah, weil da wartet da zu lange, muss er direkt spielen. Huntela. Faust zu Bafan. Den Contento jetzt, Huntela, den Reitmeier. Kann sich durchsetzen nach Raul und der Senna. Hilfe des. Huntela. Raus auf einen Verfahren, sehr schön gespielt, aufgepasst, da ist ein Raul Kraft. Sehr schön. Kraft schlägt den Ball jetzt raus zu Höger. Der verlängert zu Zidane. Ah, Raul. Spanier gegen Spanier und dann Zidane mit dem klasse Tackling. Jetzt zeigt er auch seine Defensivqualitäten. Kukurin! Ganz schick gemacht hier. Aber der Abschluss. Verbesserungswürdig. So, Verfahren. Ballack gegen Zidane. Okay, da ist Torun. Sehr schön. Lange. Nee, Lasogga. Lange geht ja gar nicht. Holti. Nochmal auf Ballack. Gefährlichst Langreifer der Schalke. 8 Tore gemacht. Jetzt Holtby, Sörensen. Hat ja ein Angebot von Manchester City vorgelegt gehabt, aber wir haben abgelehnt. Halbzeit, meine Lieben, 0:0. Wir gehen kurz in die Halbzeitpause. Den Dezember würde ich ganz gern rausnehmen, den Kuchelbacher bringen. Kuchelbacher ist ein Stärkepunkt besser. Und er ist nicht gelb vorbelastet. Deswegen setzen wir den Kuchelbacher dann auch auf den Raul an. Dann passt das soweit. Ansprache machen, Lasogga motivieren wir. Genau wie den Kukurin. Dann das Senna ist ja eh draußen. Den Reitmeier können wir nochmal motivieren. Nimmt sie dann und den Torun. Die machen das schon. Alles klar. Weiter geht's, zweite Halbzeit. Mit Kuchelbacher drin. Statt das Senna. Raul. Wolfes. Bafan. Foul von Benatira. Aber nicht gepfiffen. Jetzt Enzo Zidane. Auf Kukurin. Na, ah, da ist Ballack. Lasogga setzt nach. Sehr schön. Rolfes. Kleiner Querschläger da. Kolarov. Rolfi. Aufgepasst. Das ist Raul. Da ist gleich mal Reitmeier rausgerückt. Sehr schön. Jetzt wird es hier richtig laut im Stadion. Enzo Zidane ist jetzt mehr Faustergauf. Ja, das ist anschreien. Es ist gerade so laut auf meinen Kopfhörern. Meine Güte. Jetzt Benatira. Schöner Weiterball auf Kukurin. Kukurin! Latte zum zweiten! Ah, er hat heute einfach kein Glück. Alexander Kukurin. Hätte schon 2 Tore machen können müssen. Aber es sollte halt nicht sein. Bayern führt ja auch ganz souverän. 3:0. Bastian Schweinsteiger. Contento. Kuchelbacher. Wie dann? Gefällt mir heute richtig gut als Spielmacher, auch wenn der Pass jetzt nicht ankommt. Denn Kuchelbacher ist ja wieder da und kann klären. Zidane. Geht schön zu Kukurin, da ist ein Lasogga mitgelaufen, bringt den Pass aber nicht. Bringt den Pass aber nicht, das heißt... Ja, Kukurin, nehmen wir heute mal raus. Kommt ein guter Lange, hat eine richtig gute Form. Vielleicht kann er ja was draus machen. Jetzt in den Ballack. Reitmeier dazwischen, sehr weit aufgerückt. Der sollte doch auf einen Hintelar gehen. Zambrano. Fafan und Contento. Fällt mir auch gut. Jetzt Kukurin. Wie dann? Ja, Ballack grätscht dazwischen. Das war abzusehen, dass der Ball nicht ankommt. Kuchelbacher gegen Raul lässt sich da ein bisschen vorführen. Aber Reitmeier ist wieder ganz energisch dran. Am Hunter. Klaas-Jan Hündeler. Sapurano. Sapunaru. Ach, keine Ahnung. Wolfes. Oh, da viel Platz für Verfahren. Wo ist denn da bitte Benatira?
Nirgends, das ist Verfahren, das ist Content oder das ist keine gelbe Karte. Aber ein Freistoß aus einer gefährlichen Position. Lange kommt, 61. Spielminute für Alexander Kokorin. Jetzt aufgepasst. Ein Freistoß, aufgepasst. Oh ja. Da sah die Abwehr nicht gut aus. 0:1. Klaas-Jan Hünteler. Starten wir wieder mit einer Niederlage in, ja, die Teilsaison, Hinrunde, ja. Otto Ruhn, sehr schön gemacht. Jetzt Paul. Das ist eine gelbe Karte. Das ist eine klare gelbe Karte. Ja. So ist es auch. Für Kolarov. Ganz klare gelbe Karte. So, jetzt vielleicht Freistoß. Vielleicht können wir da auch was draus machen. Den macht einen Lange, müsste das sein. Oder Kuchelbacher vielleicht sogar. Kuchelbacher bringt den Ball rein auf Lange, aber Fährmann ist da. Zeit zum nächsten Wechsel. Wir haben ja noch einen. Und zwar würde ich ganz gerne heute... Nimmt sie dann rausnehmen. Bring Hanno Burg. Und dann geht ein Benatira als Spielmacher in die Partie. So könnten wir es probieren. Vielleicht geht das so ein bisschen besser. Macht Benatira dann zwar zum ersten Mal, aber sie dann heute mit nach 4 wenig Offensivimpulse gesetzt, auch wenn er mir insgesamt ganz gut gefallen hat. Aber Zählbares ist halt nicht voll rausgekommen. Lange. Sehr schön, Lange. Zidane! Lasogga! 1:1. Pierre-Michel Lasogga! 11. Chance, erstes Tor, das finde ich eine 100%ige Chance und viel Verwertung. Naja, jetzt ist da das 1:1. Sehr schön. Sehr schön, liebe Leute. Sehr schön. Jetzt kommt auch Hanneburg, wer ist sie dann? Und Metzelder kommt. Für wen? Müssen wir mal gucken. Erstmal kommt Marika für Raoul. Das heißt, wieder für uns, wir müssen in die Taktik. Und zwar muss ein guter Kuchelbacher jetzt nämlich auf Marika aufpassen. So, genau. Benatira, sehr schön im Zweikampf. Lasogga. Oh, aufgepasst, da ist Marika. Latte, jetzt auch bei denen. Vierter Lattentreffer im Spiel. Burg. Schöner Ball für Benatira. Der macht das als Spielmacher gut. Zu Lange. Die Pässe kommen nicht an. Wolfes, Verfahren, den Burg, sehr schön nachgesetzt von Hanno Burg. Spielt, was war das denn bitte? Was war das denn für ein Pässchen, der überhaupt nicht ankam? Kuchelbacher jetzt. Benatira. Jetzt kommt man was an, Lange. Paul Rolfes. Wird jetzt ja eh ausgewechselt. Für ihn kommt der gute... wer ist das? Weiß nicht. Jurado. Macht Kuchelbacher den jetzt direkt, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Kuchelbacher! Der war schick. Hat er die 10 bei uns? Tatsache. Tatsache hat die 10. Naja, so ein heimlicher Spielmacher dann halt. Kann er gern haben. Raktlat ja die 8, glaube ich. Oder die 31. Kann auch sein. Jetzt aber aufgepasst, das Huntelaar in der Mitte. Aufgepasst, aufgepasst! War ja gar nichts. So, erfolgreiche Pässe 77% bei uns, 70% bei Schalke. Der eben gehörte nicht zu den erfolgreichen Passen. Das ist allerdings auch nicht. So, schenken wir Schalke wieder den Ball. Das bringt überhaupt nichts. Jetzt ein Wurf. Verfahren. Wurf, sehr schön gemacht. Grätscht hier den Ball ins Aus. Bringt uns Sekunden. Ah, Marika, aufgepasst, da ist Huntelaar. Oh, Ballack, aufgepasst, Torun und Hüger. Haut doch den Ball da hinten raus. Machen wir nichts, sie spielen den Ball raus, Benatira. Ja, so kann man auch die Zeit rumbringen. Und halt so Lange. Gelingt jetzt einer Mannschaft hier noch, der Lucky Pan. Lasogga. Lasogga, Pierre-Michel Lasogga. Schade. Hätte jetzt gepasst. Gut, Nachspielzeit. Ist schon vorbei. Nee, kriegen noch einen Angriff. Über Kuchelbacher. Über lange gelbe Karte, Jurado.
Nee, keine gelbe Karte, aber Burg zieht da gleich energisch dazwischen. Nein, das war keine Schwalbe, das stimmt mal nicht. Jetzt nochmal Freistoß. Reitmeier, weit aufgerückt. Geht links raus. Ah, das war ganz schlecht. Das war ganz schlecht. Jetzt aber im Zweikampf kommt dann Ball. Nein, da ist Huntela. Aufgepasst. In der Mitte läuft noch eine Marika mit. Aufgepasst. Kraft. Ah, wird ja richtig spannend hier. Meine Güte, Kraft. Gut. 1:1 das Endergebnis. Ein gerechtes Unentschieden, würde ich sagen, ob uns das oder wie weit uns das weiterhilft. Beziehungsweise den Schalkern. Gucken wir uns gleich an im Nachbericht. Bis gleich. Und da sind wir auch schon. Ralf Fährmann, bester Spieler bei Schalke mit einer 1,0. Eine 79. Kraft bei uns eigentlich auch noch im Team. Ja. Und beide hier im Team. Wahrscheinlich hinter Neuer Nummer 2 und 3. Wir kriegen alle eine 4. Die Einwechselspieler. Okay. Ergebnisse. Wir bleiben auf Platz 1. Ein Punkt vor Werder Bremen. Die können mit 1:0 in Hannover gewinnen. Okay. Nur eins der letzten drei Heimspiele gewonnen. Aber unsere Abwehr ist einfach bärenstark. Schalke. Ja, die Champions League rückt in weite Ferne. Schalke so langsam. 7 Punkte. Sonst sind 10 Punkte. Dortmund und Bayern sind jetzt auch richtig nah dran. Ach du Scheiße. Hätte Dortmund gewonnen, wären die Erster. Aber die haben leider gegen Hamburg verloren. Interessant. So, was haben wir hier? Ben Hatira ist drin. In der Elf der Woche, genauso wie Zambrano und Hermann. Der beste Spieler Lasogga hat wieder getroffen, übernimmt damit die Führung. Kraft, Lange und Schulz hier so dabei. Per Play auf Platz 3. Klasse, das Duell gewinnt Zambrano. Contento konnte nur 33% seiner Zweikämpfe gewinnen. Das ist schwach. Das ist schwach. Und unsere zweite Mannschaft hat auch eine Packung gekriegt. Was heißt auch? 0:0 ist okay. 1:1 natürlich. Wenn hier 0:3 gegen Wacker Burghausen. Naja. So, Mannschaft der Woche. Ben Hatira. Spielergespräch. Super letztes Spiel. Dann sagen wir ihm. Konzertanfrage. Ja, klar. Ja. Kosten wird wieder mal höher. Na toll. Heimrot wechselt zu Kölle. Soll er doch, kriegt er keinen Einsatz. Rajabali Fadi. Wir kriegen eine Aufenthaltsentschädigung. Ja, 7000, super. Oh, ist jetzt in Kaiserslautern. Hat in Erfurt gut gespielt und jetzt für 1,1 Millionen zu Kaiserslautern. Interessant, das freut mich wen, dass er da weiter hochkommt. Gut, 5 Spiele in Folge gewonnen, jetzt gegen Schalke nur unentschieden. Das macht aber nichts. Jetzt gegen Frankfurt gehen wir wieder in Textmodus. Würde ich sagen, ja. Ja. Gegen Frankfurt gehen wir in Textmodus. Alles klar. Bis morgen. Tschüssi.